Und auch hier hat er den Aimbot. Gut. Fertig. So, nächste bitte. Und jetzt Quark und willkommen zurück, liebe Freunde, zu einer weiteren Runde Overwatch. Wer hätte es gedacht? Richtig, jeder, weil ich angekündigt habe. Und unser Suspect steht hier 22,15, aber der Gegner, der Husky, 23,6. Easy, drückt da auch mal rein. Wir sind mal gespannt. Das 2, ja, eine Seltenheit, Rarität. Die CTs liegen zurück. Das heißt, unser Suspect ist hier in der Predulie. Schönes Pre-Fire gegen die Top-Frag aus dem Gegnerteam. Und auch hier hat er den Aimbot. Gut. Fertig. So, nächste bitte. Okay, nein, Spaß. Ja gut, er hat einen Trigger, er hat einen Aim, er hat einen Wallhack. Ja, er sieht, okay, die geht jetzt B. Okay, alles klar. Wirft er gleich den Molly. Wartet er kurz. Jetzt rennt er rein. Ist das affig, ey. Er steht noch so halb in der Smoke, voll geflasht, sieht nichts, guckt einfach mal irgendwo raus. Das ist natürlich blöd, ne? Zwei Leute, ach, du hättest den ersten nicht erst abschießen können, ne? Das ist blöd. Ja, da hat man auch den Trigger gesehen, beim Vorbeilaufen automatisch aus Versehen geschossen. Er muss nicht mal mehr drücken. Er läuft einfach nur. Er läuft einfach. Guckt jetzt grob in irgendeine Richtung. Geil. Da hat er wieder, ne? Da meint er, der wäre der Idiot. Schöner Molly. Also die Smoke hat er auf jeden Fall auch gesehen. What? Was war das denn gerade? Pre-Intro, Freunde. Pre-Intro. So sieht ein Pre-Intro aus. Ganz klug. Ganz klug. Alter, er ist so schlecht. Er ist so unfassbar schlecht. Er rafft nicht mal, wann er, dass er beim Laufen mit der Deagle halt nichts trifft. Alter, ist er schlecht. Da weiß er da sein Trigger und Aimlock gar nicht, wohin er erzielen soll. Unglaublich, Freunde, unglaublich. Was wir in letzter Zeit für Hacker abbekommen, nicht mehr feierlich. Jeder Hinz und Kunz hat heutzutage die übelsten Hacks am Start. Richtiger Abfuck, dass hier jeder reinhackt. Und selbst dafür zu unfähig ist. Hopp, Ostrich. Mach es. Ja, Husky im Gegnerteam. Wie auch Goose haben beide so mega viele Kills. Wenn vielleicht irgendwie Smurfen oder so hat, I don't know. Aber nicht mit unserem Kollegen hier. Der hat's gedacht. Den geb ich. Hat er gesehen. Schatten. Hat er auch gesehen, den Schatten? Immer krass. Oh, er braucht sogar, muss dreimal durch alles durchswitchen, dass er die Waffen wegwerfen kann und zur AK kommt. Ganz stark. Auch höchste Kunst, was der Kollege da treibt. Alter, er ist überfordert mit seinem Leben. Er ist sowas von überfordert mit seinem Leben. Er kommt nicht klar. Er triggert rein und weiß gar nicht wann und wo und... Alter, der ist tot und weiß gar nicht, was abgeht. Doch, ja. Okay, stark. Jetzt passt das. Geil!
Leute, geil! Macht mir Spaß. Macht schon ziemlich Spaß. Ja? Nicht das Shirt von Dalu mit Smurfen macht mir schon ziemlich Spaß, sondern Overwatch macht auch ziemlich Spaß. Alter. Lappen beim Verkacken. Zuschauen. Ich glaube, so nenne ich die Folge. Lappen beim Verkacken. Das ist der Titel. Alter, da hältst du den Kopf nicht aus, ne? So traumhaft schön ist das. Man beachte den Spray, den die Waffe gleich nicht mehr hat. Unglaublich. Zentriert. Es ist einfach ein Könner. Es ist ein Könner. Was mich mal jetzt gerade bei der Runde noch brennend interessieren würde, ist, hat er es angekündigt? War er so kackendreist und hat wie damals bei uns, ja, ein Smiley in den Chat gepostet. Als Zeichen für die Gegner. Jetzt vorbei, Leute. Jetzt habt ihr keinen Spaß mehr. Jetzt drehe ich auf. Würde mich interessieren. Wir werden es nie erfahren. Dass er kackenschlecht ist. Okay, ist gut. Ist gut. Ja, doch. Auf jeden Fall. Also auch seine Granaten. Ja. Und die Flash, die treffen, wo sie sollen. Der ist einfach so ein Next Level. Das wäre mal mega lustig gewesen. Der ist so ein Next Level. Er wirft die einfach so dermaßen geplant an Stellen, wo sie keiner erwartet. Überraschungsmoment. Absolut auf seiner Seite. Also, guter Spieler. Spielbehinderung können wir leider nicht, weil die Granaten, die so gut geflogen sind, haben leider seine Teammates nicht getroffen. Von daher können wir hier leider kein Urteil abgeben. Aber alles andere, ohne Frage. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich super über ein Däumchen nach oben freuen. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr von dem Video haltet, ob ihr mehr sehen wollt, wie euer Tag war, was auch immer ihr mir unten reinschreiben wollt. Ich lese es sehr gerne und antworte auch sehr gerne und wir sehen uns bei der nächsten Runde wieder. Bis dahin, euch einen schönen Tag, haut rein, macht's gut. Ciao.